So, der gute Neo Unleashed hat ein neues Video namens Bankraub veröffentlicht. Bankraub ist die dritte Musikauskopplung von seinem kommenden Album Prestige, das am 16. November erscheinen wird. Das herzzerreißende Heizungsgesicht performt auf einem Beat von Z-Ray. Ich korrigiere mich und versuche es mal alliterationsästhetisch zu sagen, auf einem brachialen Bombenbeat von Z-Ray. Das Video wurde im Comic-Look gehalten. Verantwortlich dafür waren Skyfee und Keller Lagerfeld, die es geschafft haben, das Storytelling des Songs in passende Bilder umzusetzen. Das Video hat mich an die Serie Haus des Geldes erinnert, bei der es auch um einen Banküberfall geht. Neo verwendet die Metapher des Banküberfalls dafür, dass er sich von nichts und niemandem mehr aufhalten lassen will. Lyrisch gesehen eine highlightmäßige Umsetzung in dem visuellen Gewand eines Bankraubs gekleidet. Neo ist lyrisch auf der Höhe und auch reimtechnisch besser denn je, wie diese Vierer-Reihenfolge hier eindrucksvoll unter Beweis stellt. Ich riskiere eine Mordanklage und entnehme anschließend den Inhalt der Tresoranlage. Komplizen übermitteln per Funk die präzise Ortsangabe. Es wartet nun ein Kleinbus draußen auf der Vorfahrtsstraße. Die Vierer-Reimkette passt sich perfekt dem Inhalt des Songs an. Die Reime sind passend und lassen eine gewisse Dramatik beim Anhören entstehen, die durch das Video und den Z-Ray-Beat perfekt ergänzt werden. Das Video lebt von seiner Liebe fürs Detail. So bekommt der gute Twizzy einen Cocktail in die Hand gedrückt, Marcel Scorpion bekommt eine Faust ins Gesicht gedrückt und der T5 bekommt das Neo Unleashed Logo aufs Heck draufgedrückt. Nach den ganzen sich wiederholenden Autotune-Phrasen, die Spotifys Playlisten verunstalten, endlich mal wieder ein Rap-Song mit starker Lyrik, die Spannung aufbaut, starker technischer Lyrik, die in Kombination mit dem brachialen Bombenbeat und der visuellen Video-Ästhetik einfach in alle Playlisten gehören sollte. Neo Unleashed nutzte das Video zum Bankraub-Song auch dafür, seinen letzten Boxinhalt seiner Prestige-Box anzukündigen, den ersten offiziellen Neo Unleashed-Comic, gezeichnet von Skyfee, dem digitalen Michelangelo der Instagram-Zeit. Wer noch nicht zugeschlagen hat, sollte jetzt auf jeden Fall überzeugt sein. Support Neo und seine Box, damit wir das erste Heizungsgesicht auf Platz 1 der Charts sehen. Den Link zur Prestige-Box packe ich euch unten in die Kommentare. Rechts oben kommt ihr zu meinem letzten Video. Viel Spaß damit. Und um dieses Video technisch versiert zu beenden, kleine Community-Aktion für euch, überlegt euch ein Akrostichon für Neos Vornamen. Wofür steht das N, E und O?